Liebe Zuschauer, ein allerletztes Mal im Oktober darf ich euch alle zu den DOZ-News begrüßen. Herzlich willkommen. Ein Jagdscheininhaber aus Österreich, der mutmaßlich zwei Menschen erschossen hat, ist weiter auf der Flucht. Medienberichten zufolge ist ein langjähriger Jagdstreit eskaliert, dem zahlreiche Anzeigen vorangegangen waren. Die Polizei sucht aktuell mit einem Großaufgebot nach dem mutmaßlichen Täter Roland Drexler. In der Presseaussendung der oberösterreichischen Polizei heißt es, dass er vermutlich in einem silbernen VW Caddy mit dem oberösterreichischen Kennzeichen RO231EL unterwegs ist. Laut Krone erhielten 50 Personen weiterhin Polizeischutz, da der Verdächtige mit zwei Langwaffen sowie einer Faustfeuerwaffe unterwegs sein soll. Mit der Uhrenumstellung rückt auch das Thema Wildunfälle wieder mehr in den Fokus. Der Landesjagdverband Hessen will hier an den Unfall-Hotspots angreifen. Zukünftig sollen Autofahrer dort mit Großplakaten vor der Gefahr gewarnt werden. Denn in den meisten Fällen rechnen die menschlichen Unfallteilnehmer nicht mit den plötzlichen Wildwechseln. Ob's was bringt, wird sich zeigen. Derzeit verzeichnet das Bundesland Hessen allein pro Jahr 16.000 Wildunfälle. Erstmals konnte die lange Wanderschaft eines Goldschakals von Slowenien nach Österreich wissenschaftlich mit einem GPS-Sender begleitet werden. Wissenschaftler sprechen von einer kleinen Sensation. Im Rahmen eines Forschungsprojektes der Universität Ljubljana wurde im Juni 2023 ein etwa eineinhalbjähriger Goldschakal besendet. Wenig später zog es den jungen Rüden auf Wanderschaft. Diese endete nun nach mehr als 1000 Kilometern im Gebiet der Hohen Tauern Österreich. Dort fanden der Goldschakal auch eine Partnerin und ein neues Zuhause. Fotofallenbilder lichteten das Paar ab und dessen Nachwuchs. In Hessen wird wegen eines Falles von Jagdwilderei ermittelt. Eine 42-jährige Zeugin entdeckte vergangenen Donnerstag ein verendetes Reh auf ihrem Grundstück. Der hinzugerufene Jagdpächter bemerkte dann ein untypisches Einschussloch und schaltete die Polizei ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Rothenburg an der Fulda zu wenden. Tja, die neue DOZ ist da. Die Novemberausgabe ist wieder pickepacke voll mit spannenden Themen. Unter anderem haben wir uns eindringlich mit Kierautomaten auseinandergesetzt, die übrigens weit häufiger erlaubt sind, als ich es persönlich gedacht hätte. Wir zeigen außerdem, wie gezielt kleine Drückjagden auf Sauen oder Rehwild organisiert werden können. Außerdem haben wir ein Fahrzeug getestet, das ausschließlich für den groben Revieralltag gebaut wird. Die November-DOZ gibt es ab jetzt im Zeitschriftenhandel oder direkt im Paray-Shop. Viel Spaß beim Reinschauen. Und damit verabschiede ich mich auch für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Weidmannsheil.